Hey Leute und willkommen zurück bei Plants vs. Zombies. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal hiermit weiter. Zombie Nimble, Zombie Quick. Ich bin sehr gespannt, was es damit auf sich hat. Und das heutige Thema kommt von Firefox 234432, der direkt zwei Themenvorschläge hat. Ich habe mir jetzt mal einen davon rausgesucht. Was hältst du von dem ewigen Konsolenkrieg zwischen PlayStation und Xbox? Ist jetzt heute mal ein etwas Gaming-bezogeneres Thema, aber vielleicht auch gar nicht schlecht. So, was macht ihr denn? Wer seid ihr denn? Ich brauche das hier, ich brauche das hier. Ich nehme die hier mit. Ich nehme eventuell die Walnuss mit, den hier mit. Und vielleicht auch die Sunflower. Ich weiß ja nicht, wie viele da kommen. Das sieht jetzt erstmal nicht so schwer aus. Vielleicht nehme ich sogar den hier mit. Und entweder den hier zur Not. Wir haben aber nicht mal einen mit Eimer. Dann würde ich fast sagen, ich nehme den mit. Und dann schauen wir einfach mal, was jetzt hier so Besonderes passiert. Zombie Nimble? Zombie Quick? Ah, wahrscheinlich, weil es... Ah, alles klar, es geht also sehr schnell. Das ist ja mal wieder das perfekte Minispiel für ein Thema, ne? Das ist ja supi. Ah, komm, ich glaube, ich setze den mal dahin. Wenn ich gleich ein bisschen aufgebaut habe, dann gehe ich auch aufs Thema ein. Hoffentlich. Ich setze den mal kurz dahin. Mit der den hoffentlich ein wenig auffällt. Wow, das geht so schnell. Wow. Wow. Ey, das geht ja mega schnell. Es sind insgesamt 4 Wellen. Okay, wow. Das ist nicht wenig. Dahin. Pass mal auf dich, nehme ich einfach schon mal. Gut, vielleicht hebe ich mir das Thema fürs nächste Minispiel auf, weil ganz ehrlich, das ist gerade ein bisschen krass hier. Da kann noch eine Sonnenblume hin, aber erst wenn der tot ist. Kommst du dahin? Wow! Was zum Teufel ist hier los? Das ist ja unfassbar. Aber pass mal auf, du kommst dahin. Aber die mit dem Eis, also die Eisshooter, die machen das zum Glück. Wow, wow, boah, Hilfe, ganz schnell da nochmal aufbauen. Du kommst dahin. Boah, ey, das ist mal so heftig. So, oh Mist, ich brauche da unbedingt welche. Ah, geht das hier drauf? Ich bin mir gerade nicht sicher. Nein, Mist. Shit, kann ich mal ganz schnell einen mit Eis haben? Wow, wow, wow. Wow. Mist, jetzt habe ich auch nichts. Ah. Pass mal auf. Weg mit euch. Boah, das ist ja unfassbar. So, hier oben ganz schnell einen hin. So, du da hin. So, wir haben überall einen mit Eis. Das ist schon mal supi. Du kommst so weg. Ich setze hier unten jetzt noch eine hin, damit ich auf jeden Fall genug Sonnenblumen habe. Jetzt kommt ihr dran. Da kommt so ein blöder Flipper. Wow, 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 wow. Jetzt warte doch mal hier. Kriegt der den nicht down, der mit dem Eis? Anscheinend nicht, ne? Boah, das gibt's nicht! Bin hier mega im Stress! Shit, ich muss hier unten einen hinsetzen. Oh. Weg mit euch! Ah, ich setze den mal einfach davor. Gut, ich glaube, Sonnenblumen habe ich genug. Ich setze jetzt die überall davor. Hier einen rein. Dann machen wir hier noch einen Pea-Shooter hin. Haben wir da unten auf jeden Fall genug. So, du auch noch dahin. Und jetzt setze ich... Huch, jetzt setze ich... Wow, Hilfe! Es geht so schnell. Setze ich die hier einfach davor. Wird schon passen. Sehr gut, die sind weg.
Es läuft aber einigermaßen. Das sollten wir hinbekommen, hoffe ich. Du noch davor. Wenn ich hier jetzt nicht ganz in Stress gerate, dann kriegen wir das hin. Wow, ihr springt natürlich drüber, ne? Das war klar. Hat aber nichts genützt. Das ist gut. Da kommt der nächste mit dem Delfin. Wow. Sehr gut. Der hat den aber... Huch! Der hat den aber noch mitgenommen. Ich bin jetzt so hektisch, dass ich hier schon aus dem Bild klicke. So, du dahin. So, hier unten bräuchten wir gerade noch einen. Das wäre schön. Du kommst einfach mal dahin. Noch eine Walnuss. Wenn ich es schaffe, kann ich jetzt hier noch die Walnüsse bauen. Aber wahrscheinlich eher nicht, weil das sind gerade ziemlich viele. Weg mit dir. Ihr versucht rüber zu springen, schafft es aber zum Glück nicht. Oh Mann, oh Mann. Na, das kriegen sie aber hin, das ist gut. So, hier noch die Walnuss. Und ich glaube, jetzt muss man sich nicht mehr ganz so viele Sorgen machen. Hoffe ich doch. Ich wüsste jetzt nicht, was ich hier überall noch setzen soll. Ich könnte den austauschen. Den dahin setzen. Naja, ihr fresst euch tot daran. Ihr geht doch gleich drauf. Ich weiß es doch. Letzte Welle. Auch wir tauschen den nochmal ganz schnell aus. Die im Wasser schnappen wir uns. Ja, das sieht doch alles noch gut aus. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Wow, über 2000 Sonnenblumen hatte ich so auch noch nie. Und das war es auch schon mit dem Minispiel. Und ich habe es nicht mal geschafft, auf das Thema einzugehen. Ich hoffe, jetzt kommt eins, was ein bisschen ruhiger ist. Also an den hier versuche ich mich dann tatsächlich später. Whack a Zombie. Ach, das ist einfach nur draufknüppeln. Ich weiß nicht, ob das dafür so gut ist. Ja, ich kann ja mal versuchen zu beginnen. Konsolenkrieg. Halte ich absolut gar nichts von. Ist auch überhaupt nicht mein Metier, mein Ding, weil mich das so null interessiert und ich das immer so merkwürdig finde, dass es Leute gibt, die da echt sich aufregen und eine Konsole da ohne Ende verteidigen. Das ist für mich dann immer so, hä, warum? Das ist doch nur eine Konsole. Also ich meine, ich habe die Xbox 360, ich habe eine PlayStation 3, ich habe eine PlayStation 2, ich habe eine PlayStation Portable, ich habe Nintendo DS, ich habe Gameboy habe ich bestimmt auch irgendwo, Super Nintendo auch, GameCube auch. Also im Endeffekt, ich habe keine Wii U und ich habe auch keine PlayStation 4, wisst ihr ja, und keine Xbox One. Und ganz ehrlich, ich kaufe mir die Konsolen eigentlich nur, wenn mich die Spiele dafür interessieren. Dann ist mir das auch total egal, ob das jetzt eine PlayStation ist oder ob das eine Xbox ist. Das ist mir total Rille. Hauptsache, mir gefallen die Spiele dafür. Und die Xbox 360 habe ich mir damals gekauft, weil ich unbedingt Fable 2 spielen wollte. Und ich habe den Kauf nie bereut. Gut, ich muss auch dazu sagen, als ich mir die gekauft habe, hatte mein Freund damals eine PlayStation 3. Das war dann natürlich ganz gut, weil im Endeffekt hatten wir dann beides. Ich konnte beides zocken, aber ich glaube, es wäre jetzt auch nicht schlimm gewesen, wenn ich nie irgendwas auf der PS3 gespielt hätte früher. Mittlerweile habe ich ja jetzt auch eine, habe aber trotzdem kaum was drauf gespielt. Was für mich nur so total außen vor ist, ist die Wii U. Nicht, weil ich sie grundsätzlich doof finde, sondern weil es da einfach mit den Spielen so ist, dass mich die wenigsten Spiele für die Wii oder die Wii U interessieren. Ich wüsste jetzt vermutlich nicht eins. Gut, diese Partyspiele oder Nu Super Mario Brothers oder wie es heißt, wäre natürlich geil, das mal zu spielen, aber ist jetzt für mich nicht unbedingt so ein Muss. Also, ne? Deshalb für mich keine Wii oder Wii U. Ja, eine Wii kauft sich eh keiner mehr. Wir sind ja schon bei der nächsten Generation. Ich hänge immer noch so in der letzten Generation fest irgendwie. Und ich kann es dann halt überhaupt nicht verstehen,
wenn es Leute gibt, die sich da so tierisch aufregen, ne? Wenn dann irgendwer, ob das jetzt, keine Ahnung, YouTuber oder einfach nur Let's Player oder Freund oder whatever ist, und der halt meint, ja, er hätte sich die und die Konsole gekauft, und dann kommt irgendeiner an, ja, wie kannst du nur, das und das ist doch viel besser. Also wenn wir jetzt mal die ganzen technischen Details außer Acht lassen, ich meine, wie kann man denn sagen, dies, das ist besser, das ist doch, keine Ahnung. Ne, wisst ihr, wie ich meine? Das war damals, als die Xbox 360 rauskam und die PS3, da ging es ja noch darum, welches das neue, ja, wie soll ich das sagen, das neue Film-DVD-Format wird, weil damals hatte doch die, wow, die PS3, die hatte schon einen Blu-ray-Player und die Xbox 360 hatte doch, glaube ich, ich will jetzt nichts Falsches erzählen, hatte doch diese HD-DVDs, ne, so war das doch. Und es war ja gerade so die Zeit, wo sich dann entschieden hat, ja, welches Format sich durchsetzen wird. Und da hatte die PS3 mit ihrem Blu-ray-Player nun mal Glück gehabt. Ich habe aus dem Bild geklickt. Heilige Scheiße. Ja, das war dumm. Ja, komm, du gehst auch noch drauf. Boah, unglaublich. Zwei so hektische Minispiele heute. Ja, nee, auf jeden Fall. Dieser Konsolenkrieg ist für mich ein bisschen unverständlich. Last Stand. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich würde sagen, wir probieren es mal eben. Ach du Scheiße, wir haben alles dabei, was ich nicht mag. Ich habe am Anfang 5000 Sonnen. Verstehe ich das richtig? Wenn ich das gerade auf dem Bild gesehen habe, brauche ich auf jeden Fall die Walnüsse. Okay, die sind nicht erlaubt. Das heißt, ich habe nur die 5000? Wie es aussieht, ja. Okay. Ich weiß gerade nicht wirklich. Ich glaube, ich nehme die mit Eis. Ich könnte die Sterne mitnehmen. Ich könnte auch den hier mitnehmen. Die sind eigentlich gar nicht so schlecht, wenn die Zombies da drüber laufen. Oder ich nehme den hier nochmal mit. Und ja, gute Frage. Zwei kann ich noch mitnehmen. Pass mal auf, wir gehen mal kurz in den Shop. Ihr habt mir gesagt, ich soll unbedingt diese Katzenlilie hier kaufen. Die kostet 10.000 Dollar. Komm, die kaufen wir mal. Okay. Ich nehme die jetzt einfach mal mit. Mal schauen. Ich habe jetzt sehr viele Sachen, die sehr teuer sind. Kann es sein? Komm, ich nehme die auch mal mit. Die kosten nur 100. Jetzt muss ich also aufbauen mit meinen 5.000. Can you survive for 5 flags? Okay. Aber ich kann jetzt noch hier vernünftig aufbauen, oder? Erstmal, sehe ich das richtig? Setzen wir den mal dahin, den mal dahin. Ich habe gerade keine Ahnung, was ich tue und ob das sinnvoll ist. Pass mal auf, dann nehmen wir mal dich dahin. Nochmal. Dann nochmal mit Eis. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob das gerade gut ist, was ich mache. Die Sterne. Machen wir erstmal eine Reihe Sterne. Komm, ich setze die Sterne auch mal ins Wasser. So, die schießen ja im Endeffekt in alle Richtungen. Und die brauche ich auch auf jeden Fall. Ich glaube, ich setze dann erstmal die hier. Nicht, dass ich hier nachher mit den Sonnenprobleme bekomme. Setze ich da vorne auch zwei hin. Ja, komm, machen wir mal. So, so schnell geht's nämlich. 750, die kosten 100. Wenn ich davon jetzt 5 wegnehme, nee, 6 wegnehme, dann haben wir da schon ein Problem. Deshalb würde ich fast sagen, machen da nochmal Pea-Shooter hin. 300. Oh Gott, Leute, Mist, was mache ich? Ich habe nur noch 300. Shit. Ich hoffe ja, dass die Katzenlilien da so ein bisschen was machen. Jetzt habe ich nur noch 100. Oh Gott, das wird ein Spaß. Das wird ein Spaß. Ich weiß auch nicht, ob ich Sonnen dazu bekomme. Ich setze ihn jetzt einfach dahin. Und ab geht's. Ich bin gespannt. Na gut, ist wenigstens ein Level, wo man ein bisschen quatschen kann, weil man jetzt nichts mehr tun muss. Ja, schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr von diesem Konsolenkrieg haltet.
welche Konsole ihr am besten findet und wonach ihr da geht beim Kauf. Also ich denke mal, die Mehrheit geht doch danach, welche Spiele man zocken will, oder? Von daher hat es sich für mich übrigens auch bis jetzt nie ergeben oder in irgendeiner Hinsicht gelohnt, eine von den neuen Konsolen zu kaufen. Einfach aus dem Grund, es gab bislang nichts für die PS4 und auch nichts für die Xbox One, wo ich gesagt habe, das muss ich unbedingt sofort spielen. Und gut, mittlerweile hat sich das ein bisschen geändert. Ich werde mir definitiv eine PS4 kaufen. Aber ja, bislang war es nicht nötig. Ich musste das nicht, ich wollte das nicht. Aber jetzt so langsam kommen ja die guten Spiele. Ich habe es ja schon erzählt in irgendeinem, keine Ahnung, Video. Und da bin ich mal, ja, sehr gespannt auf eure Kommentare auch, was ihr davon haltet. Bilde ich mir das gerade ein oder läuft es gut? Oh, ich sollte vielleicht das Geld einsammeln, ne? Ich sitze hier. Es läuft voll gut. Hey, das hätte ich nicht gedacht. Oh. Oh, noch läuft's gut. Da kommt einer mit Eimer. Die sind voll süß hier, die Kleinen. Ich hoffe, die machen das auch gut. Den Eimer haben sie schon mal weg. Oh, sehr cool. Und die gehen auch durch, ja? Wenn ich das richtig sehe, das ist schön. Die Frage ist jetzt, inwieweit die das schaffen. Ach ja, gut. Funktioniert. Ja, cool. Das war doch gar nicht schlecht. So. Ach ja, ich muss ja 5 überstehen. Na Mensch, ich habe mich gerade schon gefreut und dachte, ja cool, hat ja gut funktioniert. 50, was soll ich mit 50? Ganz ehrlich, ich spare das auf. Dann wird es heute tatsächlich eine längere Folge. Das nächste Thema, was der Firefox vorgeschlagen hat, ist, was hältst du von den YouTubern, die nur Klicks und Likes haben wollen? Ja gut, was soll man dazu sagen? Ist kacke, also weiß ich nicht. Natürlich möchte jeder, dass die Videos gesehen werden. Das kann man auch, kann glaube ich auch keiner abstreiten. Es gab mal so eine Zeit, da haben vor allem die Let's Player immer gesagt, also wirklich früher, ich sag mal vor 4 Jahren oder so, wurde ganz oft gesagt, ja, ich mache die Videos nur für mich. Wo man immer so gedacht hat, da fuck, wenn du die Videos nur für dich machst, dann stell sie doch privat und, ne? Also man möchte ja schon, dass Leute die Videos anschauen. Man möchte natürlich auch, dass den Leuten die Videos gefallen. Aber da auf Teufel komm raus jetzt Thumbnails oder reißerische Titel, klar, das macht man mal. Natürlich macht man das. Und genauso wie man das als Mädel, das machen ja hauptsächlich eigentlich Let's Playerinnen. Ich denke, Let's Player machen das weniger. Vereinzelt gibt es auch, aber eher weniger. Die Tatsache, dass man zum Beispiel bei Horrorspielen oder auch bei vielen anderen Spielen, die dann mit Facecam sind, einfach noch ein Foto auf Thumbnail klatscht, das sieht zum einen oftmals irgendwie besser aus. Zum anderen ist es aber auch direkt, es springt direkt in die Augen für die Zuschauer. Dieses Spiel ist mit Facecam, hey ho. Und Facecam zieht halt immer mehr, ne? Also ich glaube, wenn ich das Spiel jetzt hier mit Facecam machen würde, hätte man auch nochmal ein paar, na, ich will nicht sagen 1000 auf keinen Fall, aber ein paar 100 Zuschauer mehr, wenn das jetzt hier mit Facecam wäre. Ist halt einfach so. Aber gut, manche übertreiben es da ja wirklich mit den Thumbnails und den Titeln. Ich denke, ich bin da in einem ganz guten, ja, Mittelmaß. Ich mache das schon mal, dass ich irgendwie bei The Sims oder so, wenn da jetzt irgendwas ist und nackt und hui, habe ich auch schon mal geschrieben, nackt im Whirlpool als Titel und so. Ich finde das aber auch an sich total in Ordnung, solange das nicht ständig vorkommt. Solange man das nicht immer macht. Wow, ich habe nur noch 100, das ist ja fantastisch. Ja, ich finde so ab und zu kann man das halt mal machen, ne? Warum nicht? Solange es jetzt nicht nur daraus besteht und das tut es bei mir nicht und da bin ich auch sehr froh drüber. Ich weiß ja, dass der David Hein, der hat irgendwie letztens mal so ein Video gemacht, in dem er gesagt hat, er möchte das Ganze nicht mehr, weil er hat es auch eine Zeit lang gemacht mit diesen Titeln und Brüste auf dem Thumbnail und keine Ahnung, Hintern und wie auch immer. Und er meinte dann auch, ja nee, jetzt habe ich da einfach mal keine Lust mehr drauf. Ich will das nicht. Ich will nicht so jemand sein, der nur deshalb, also dass nur deshalb die Videos geschaut werden. Aber da muss man auch immer sagen, der Zuschauer, es ist leider so, der Zuschauer bestimmt, was zu sehen ist. Und der Zuschauer bestimmt natürlich, was er anklickt. Und ja, wenn die Zuschauer nun mal nur auf das reagieren, dann kann man entweder sagen, okay,
wenn die Zuschauer das mögen, dann mache ich das einfach, ganz egal, wie ich selbst das finde. Zum Beispiel jetzt mit Brüste auf dem Thumbnail und keine Ahnung. Oder man sagt sich halt, ja okay, ich mach's nicht. Muss dann aber auch, scheiße, muss dann aber auch natürlich mit den Konsequenzen leben. Und zwar mit der Konsequenz, dass die Videos einfach weniger angeschaut werden. Und das ist ja nicht nur bei den Thumbnails so, das ist auch so bei dem Inhalt der Videos. Bei Let's Plays mag das jetzt ein bisschen was anderes sein, weil da halt, glaube ich, echt die meisten so sind, die spielen einfach, was sie wollen, was ihnen Spaß macht, ne? Aber bei anderen, sage ich mal, Videos oder YouTubern, wenn es nun mal diese dummen Challenges sind, die gut ankommen, wenn die Zuschauer das sehen wollen, dann machen die Leute das auch. Und das, ne, das sind ja keine gehaltvollen, inhaltlich gehaltvollen Videos. Das ist einfach nur so ein Humbug, so ein Quatsch, so ein Mist. Aber die Zuschauer wollen es sehen und dann, ja, kannst du dir als YouTuber überlegen, machst du das nicht? Und ich habe gerade hier echt ein Problem. 125. Ich glaube fast, ich setze da noch einen Stern hin. Ja, weil das konnte ich mir sowieso nicht leisten, die Walnuss. Hier ist es jetzt ungeschützt, das ist ein bisschen doof. Die drei hier werden gleich draufgehen. Das ist ein bisschen doof. Aber gut, vielleicht haben wir Glück. Ja, keine Ahnung. Und das ist halt so eine Sache, ne? Was hältst du von YouTubern, die nur Klicks und Likes haben wollen? Ja. Ja, nee. Also im Endeffekt, man will ja nicht nur Klicks und Likes. Man will ja auch nette Zuschauer. Man will ja auch Zuschauer, die sich mit dem, was man vielleicht sagt in Let's Plays oder in Videos, irgendwie, die sich damit auseinandersetzen und keine Ahnung. Aber es ist halt leider dieser ganze Einheitsbrei, der sich da auf YouTube momentan tummelt und hey, ich mache den Boyfriend-Tag, wobei das, ja, das ist ja noch in Ordnung, aber diese Challenges, ne, das ist so dämlich. Wir kleben uns irgendwelche Haushaltsgeräte mit Tesafilm ins Gesicht, so, da, fuck. Und sowas kriegt Millionen Aufrufe und Hunderttausende Likes, wo man sich so denkt, Alter, ganz ehrlich, das sind einfach zwei Menschen, die kleben sich mit Tesafilm Stifte ins Gesicht. Was ist daran sehenswert? Also ich möchte ja gar nicht abstreiten, dass es da nicht mal Momente gibt, wo man drüber lachen kann, weil es dämlich aussieht oder sonst was. Aber nee, ich weiß ja nicht. Und ich weiß auch nicht, was ihr hier macht, ganz ehrlich. Last Stand. Ja, ja, drei habe ich schon. Ihr könnt mich mal. Es wird hier jetzt sowieso nichts. Die kommen auf jeden Fall durch hier unten. Und ich glaube dann, ah, dann ist es auch vorbei. Gut, wir haben nicht mal mehr Rasenmäher oder ähnliches. Das war's dann also jetzt. Oh Mann. Aber gut, dann haben wir wenigstens in der nächsten Folge ein Level, was relativ lange dauert. Das ist schön, dann werden wir vermutlich nur das hier machen. Oder ich mache es echt so, wie ich das vorhatte und spiele erstmal die ganzen Minispiele durch. Und die ich nicht schaffe, die mache ich dann am Ende. So hatte ich das jetzt eigentlich vor. Ja, mal schauen. Nee, die Reihe hier ist definitiv weg. Das schaffen die beiden nicht mehr. Da bin ich mir fast sicher, dass die das nicht mehr schaffen. Obwohl, die da oben machen auch mit. Boah, das ist... Ey, das ist so mies. Das ist so mies. Und wie viel kriege ich? 250. Leute, ich gehe davon aus, dass ich aufgeben kann. Ganz ehrlich, 75. Ihr könnt mich mal... Ich versuch's jetzt. Also 4 Flex habe ich komplett, ja? Das heißt, das hier wäre jetzt Nummer 5. Na gut, packe ich trotzdem nicht. Mist. Ich hätte vermutlich die P-Shooter hier, die ich in diese Reihe gesetzt habe, gar nicht mehr setzen sollen. Und dafür einfach noch Walnüsse nehmen sollen. Die wären billiger gewesen und da wäre ich gut mit ausgekommen. Ich glaube, das hier könnte jetzt echt zum Problem werden. Schutz mehr, gar nichts. Gut, die mit dem Eis sind natürlich nicht schlecht. Die halten kurz auf. Aber schaut mal, ich habe hier nicht mal einen Stern. Ah, nee. Nee, nee, nee. Ich bin ja sonst immer gerne optimistisch. Aber ich glaube, dass sie hier gar nicht knicken, wenn ich das hier so sehe. Nein. Nein, Stern, mach was. Katzen, macht was. Macht bitte was. Ah, nee. Nee, nee, nee. Ich glaube, das sind
drei jetzt noch, ne? Es ist der, das ist der und ich glaube, dahinter ist noch einer, oder? Die letzte Welle. Oh nein, das wäre die letzte Welle jetzt gewesen. Aber das packen wir nicht. Der ist jetzt weg. Schade. Ach man. Und ich habe es nicht mal geschafft, das Geld einzusammeln, weil ich hier schon so in meiner bequemen Sitzposition bin und mir denke, bringt doch eh nichts. YOLO. Ja, schön. Ich habe 4 überlebt. Das ist ja ganz fantastisch. Gut, Leute, das war's für diese Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.